Ja, ich bin sehr froh, muss ich sagen. Ich habe diese Saison intern als solchen Jahr, gerade bei mir jetzt auch bezeichnet. Ich habe nicht gut gespielt in der Saison, war ja jetzt auch im Halbfinale immer noch krank. Deswegen bin ich einfach froh, dass wir nach dem Pokal es doch noch geschafft haben, irgendwie diesen Titel zu gewinnen. Weinheim hat uns einen harten Kampf geboten. Wir haben gut gespielt und gerade jetzt hier bei denen zu Hause, es waren abartige Temperaturen, die Stimmung war sehr, sehr laut, die Zuschauer waren super. Von daher, ja, ich bin einfach froh, dass wir es jetzt gewonnen haben. Ich glaube, für uns war wichtig, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Wir haben direkt im Doppel uns am Freitag das Break geschaffen, den wir halt 2-0 geführt haben. Es hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und heute wussten wir, okay, uns reicht am Ende 5-5. Wir wussten, es wird schwer. Wir haben taktisch ein bisschen umgestellt, das hat es für uns nicht einfacher gemacht. Von daher, ja, ich glaube, Kleinigkeiten waren vielleicht am Ende entscheidend. Also mega, vor allem davor habe ich ja gar nicht erst gedacht, dass ich überhaupt ein Spiel gewinne und jetzt dann auch noch ein wichtiges Spiel gewonnen zu haben und damit der Mannschaft zu helfen, das Doppel war schon sehr gut. Wir haben echt eine unglaubliche Saison gespielt. Keiner hat das von uns erwartet. Und ja, die Runde als Erster abzuschließen und jetzt hier mit der silbernen Medaille zu stehen, ich glaube, ja, das hätten wir sofort unterschrieben. Und morgen werden wir da auch sicher alle sehr stolz drauf sein. Es wirkt so, als hättet ihr einen ganz guten Team-Spirit. Stimmt das oder täuscht mein Eindruck? Nee, das auf jeden Fall. Man muss sagen, über die ganze Saison hatten wir echt so viele lustige Momente. Haben bis nachts teilweise zusammengesessen, zusammen gelacht, geredet, zusammen gekocht, waren auf Ausflügen. Es hat echt, die Chemie war super. Wir hatten auch zwischenzeitlich dann über WhatsApp Kontakt und es war wirklich eine echte, ja, super Saison. Man muss sagen, Berlin ist von oben bis unten eine durchweg super Mannschaft. Es ist super schwer, gegen sie zu spielen. Und man muss auch einfach sagen, sie sind abgezockt. Für Weinheim ist es das erste Mal hier bei so einem großen Event. Berlin ist, ich glaube, 8-maliger deutscher Meister und 6-maliger Champions League-Sieger. Sie waren einfach abgezockt und haben das echt gut runtergespielt und deswegen auch Berlin gewonnen. Ja, sehr. Und ich glaube, nicht nur uns als Weinheimer Spielerin, sondern generell den Tischtennis-Zuschauer bringen so viel. Und ich kann echt nur jedem empfehlen, in die Halle zu kommen. Es macht echt so Spaß mit Zuschauern. Es ist so eine andere Atmosphäre einfach. Und ja, also jeder, der Tischtennis sehen will, herzlich willkommen. Die Spieler freuen sich alle drüber.